Das Handy schadet oder kann deinem Baby schaden. Achte darauf. Herzlich willkommen. Heute in diesem Video geht es darum, wie das Handy deinem Kind schaden kann oder deinem Baby, je nachdem wie alt dein Kind ist. Und ich sehe immer wieder Mütter laufen mit dem Handy ganz nah am Kopf vom Kind oder das Baby noch gerade hier in so einer Hängetasche drin oder am Kinderwagen und da ist hier der Kopf. Und sie gucken die ganze Zeit auf ihr Handy drauf, das Handy ist permanent an. Und das würde ich dringlichst vermeiden, gerade wenn es ein Kind noch ganz, ganz jung ist, also noch ziemlich, ja, noch nicht lang auf der Welt. Und wenn man da das Baby sozusagen hier hat und der Kopf befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Handy, das Handy strahlt sehr stark. Wir erwachsene Menschen nehmen das nicht ganz so stark wahr, aber gerade bei Kleinkindern hat es enorme Auswirkungen, gerade wenn das Handy sich nah am Kopf befindet. Und wenn so eine Mutter draußen spazieren geht und hat das Kind auf dem Arm oder im Kinderwagen und das Handy ist so ja, maximal 30 cm davon entfernt oder manchmal noch näher und die Mutter schaut die ganze Zeit aufs Display, Social Media oder YouTube oder sonst irgendwelche Sachen und das Handy bekommt permanent die volle Strahlung ab und gerade im Kopfbereich, ihr kennt es ja vielleicht selber, wenn ihr schon mal mit dem Handy länger telefoniert habt, dann habt ihr danach ein warmes Ohr. Erstens gibt es einmal die Wärmestrahlung ab und dann gibt es noch das zweite, die Funkstrahlung. Und bei den ganz jungen Kindern hat es enorme Auswirkungen auch aufs Gehirn oder kann enorme Auswirkungen aufs Gehirn haben, gerade für die Entwicklung und so. Deshalb würde ich auf jeden Fall vermeiden, das Handy nah am Kopf vom Baby zu haben oder vom Kleinkind. Deshalb immer das Handy, wenn es nicht anders geht, dann schauen, dass das Kind nicht gerade direkt nah am Kopf ist oder man telefoniert einfach mal kurz, aber es ist nicht gut, wenn man die ganze Zeit mit dem Handy am Kopf mit dem Kinderwagen durch die Gegend fährt, eine Stunde und das Kind hat den Kopf unmittelbar am Handy dran. Das ist einfach nicht gut für die Entwicklung und für die Gesundheit des Kindes. Deswegen achte einfach darauf, dass das Handy beiseite ist. Wenn ihr mit eurem Kind unterwegs seid, dann könnt ihr auch besser euer Kind wahrnehmen, wie die ganze Zeit nur abgelenkt zu sein mit Social Media und YouTube. Deshalb einfach mal das Handy beiseite legen. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Ciao.